erste Sicherung ist rot-grün. Zweite. Blau alleine. Dritte ist Gesetz. Vierte. Orange alleine. Fünfte ist gesetzt. Sechste. Blau-blau. Drücke den Hebel. Da, jetzt ist die Tür verschlossen, aber es war richtig. Okay. Alles klar. Ist das ein Mist? Na, hast du gegoogelt? Nee. Es ist ein Logikrätsel, aber du musst dich von den Farben lösen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, du musst die Farben miteinander verbinden, aber weil du an der Stelle mir die Sicherungen mitgegeben hast, welche überhaupt zur Verfügung stehen, habe ich gemerkt, dass es nicht mit den Farben zusammenpassen kann. Also dementsprechend geht's nur, es sind 6 Generatoren, die du irgendwie nutzen musst. Ich habe hier aber 9 Symbole. Also dementsprechend müssen 3 rausfallen, aber wie identifiziere ich das? Nachdem aber das mit den Farben klar war, dass die keine Rolle spielen in den Verbindungen, zwischen den beiden, die bereits eingesetzt sind, gibt es nur eine einzige mögliche Verbindung. Und die Farbe habe ich dann letztendlich genommen. Und dann bleiben an der Stelle aber nur noch bestimmte Sicherungen übrig. Nachdem du gesagt hast, blau und grün, diese Sicherung gibt es an der Stelle nicht, ergibt sich von mir aus 3 Möglichkeiten nur noch eine einzige, die richtig sein kann. Das ist letztendlich genau das Thema. Damit war es klar. Soll ich dir was Lustiges erzählen? Ich bin im gleichen Raum wie eben gerade. Also wo ich herkam. Okay. All I need now, huh? Ah, you did it! Listen, the purpose of this tower was to create what's called a soul stone. Now I need you to find all the pieces. One of them is in here, in the greenhouse. Find it. Once you're done, come find me in the High Alchemist's quarters. Good luck. Alles klar, Cutscene ist vorbei. Was hast du gesehen? Zu dem Geisterschwertgriff, den ich habe, sind jetzt ein paar Zentimeter an Klinge dazugekommen und ein Gespräch wieder zwischen, ich weiß nicht, ob es klingt oder von den Gesprächen her würde ich sagen, Vater und Tochter. Ja, von wegen, ne, sie wollen doch nur Gutes und ne, wie kann das sein? Und das ist mein Reich, ich entscheide hier und ja, also Konflikt, aber ja, das war's. Okay, das heißt, ich habe dich gerade in eine Cutscene gedrängt, weil ich bin durch die Tür gegangen und dann war der Typ wieder da und mein Charakter hat sogar hier das Walkie-Talkie angemacht. Ich habe eigentlich gedacht, du hast es jetzt mitgehört. Ich bin im Garten. Ja, ich habe den Garten, super. Gut, ich gehe jetzt wieder nach oben und hier ist eine Tür auf. Also ich komme weiter. Ja, ich bin im Weinkeller gelandet anscheinend. Viele Fässer an der Stelle und in der Mitte irgendein Kessel oder sowas. Ja, ich brauche Verbindungsstücke, die ich verbinden muss.
3 an der Zahl. Okay, ich habe hier ein Bedienfeld mit Leitern. Ich sehe das mit vielen, vielen Zahnrädern und sehr vielen möglichen Dingern, wie ich anscheinend die Zahnräder bewegen kann. Ich sehe, dass zwei Zahnräder miteinander verbunden sind. Mit so einem, ja, ich sage mal, eine Art Regenrohr. Was für ein Rohr? Ein Regenrohr, so etwas größer oder ein Abflussrohr oder sonst sowas in der Richtung. Ja, ne Pipe. Das ist ein Pipes. Jo, alles klar. So, und ansonsten habe ich hier unten noch einen Ofen, den ich bedienen kann und einen Kessel, den ich bedienen kann. Und ich habe eine Pipe gefunden in Form eines Tees. Eines Tees? Also ich habe vier Rohre gefunden tatsächlich. Und ich habe drei Punkte, die ich einsetzen kann. Ich habe einmal ein, ja. Naja, eine Tee würde ich nicht sagen, aber wie der Block von Tetris, dieser vier Block, der mit einem Punkt nach oben ist. Dann zwei, die ja von unten nach rechts gehen, also so gewölbt, und einmal einen geraden. Irre, ich habe gefunden, wo man die Rohre einsetzen kann anscheinend. Ja, da habe ich auch drei Punkte von. Diese Symbole sind immer alle. Ah, okay, ich habe hier Druckplatten. Die mir sagen, welche Verbindung zu was geht. Warte mal. Die 1. Hast du Schalter? Ne Mann, ich hab Schalter. Ich hab zwei Schalter, orange und blau. Orange und blau. Okay, hier ist gerade ein bisschen viel auf einmal. Also ich muss jetzt ehrlich gesagt, ich hab ein paar Möglichkeiten hier was zu machen. Anscheinend müssen wir irgendwas brauen. Ich habe hier ein Kochbuch, nenne ich es jetzt mal, wie man einen Trank machen kann aus Farben, wie man andere Farben rausbekommt. Aber ich habe unten drunter Verbindungsstücke von Rohren, die ich erstmal in die richtige Reihenfolge anscheinend bringen muss. Also, ich habe drei Fässer. Einmal blau, orange und grün. Und ich habe zwei Schalter, jeweils orange und einmal blau. Und die beiden ergeben grün zusammen oder gelb. Und jedenfalls, ja, kann ich Rohre einbauen und diese Sachen drehen. Und damit muss ich irgendwas füllen. Okay, warte, ich schau nochmal. Ich glaube, ich habe noch eine Sache, die, ja, keine Ahnung. Ich muss einmal ganz kurz erstmal schauen. Das ist gerade echt ein bisschen viel auf einmal.
Also, Rohre drehen. Fangen wir damit vielleicht erstmal an. Ich habe hier an der Stelle 7 Anschlussrohre, die anscheinend miteinander in irgendeiner Form verbunden werden können. Ich habe aber noch nur 3 Stellen, an denen ich Rohre einsetzen kann, und ich habe nur 2 Rohre. Ein T-Stück und ein gerades Stück. Okay, warte, ich habe einmal die 1, die ich brauche. Jawohl, habe ich gedreht, jetzt funktioniert's. Jetzt habe ich hier blau. Blau kommt auf die 2. Richtig. Jetzt habe ich die 3 gedreht. Jetzt kommt unten bei der 3 grün raus. Dann kommt bei dir aus der 3 Grün raus. Achso, ja. So, jetzt kam gerade auf der 6 und 7 grün an, aber das ist jetzt wieder weg. Jetzt kommt aus der 4 und aus der 5 blau. Kannst du das außer drei, kannst du die 6, die 5 zu grün machen? Geht das? Oder die 5 zu blau? Glaube nicht. Nee. Nee, bei mir kommt von der 1 kommt jetzt wieder gelb. Das hat sich anscheinend jetzt wieder negiert. So, auf der 2 kommt bei mir aktuell gar nichts an. Also, pass auf, ganz kurz. Ich habe 2 Schalter, blau und orange. Es ist lila, aber egal. Lila und orange. Lassen wir aber bei orange und blau. Oder gelb und blau. So. Diese verbinden sich, wenn ich diese drücke, und laufen zu dir. Sprich, die 1 ist automatisch verbunden, die läuft durch. Ich habe hier drei Felder, wo ich Sachen platzieren kann. Ich habe 4 Rohre. So, wenn ich jetzt hier die 1 gleich, das Blaue, da das einsetze, kommt bei dir bei 2 wieder Blau raus. Richtig. Und jetzt kann ich das auf 3 setzen. Jetzt müsste bei 3 auch blau rauskommen. Ja, kommt es auch. Okay, alles klar. Nach so einem Rätsel. Jetzt müsste 4, 5, 6 und 7 gelb sein. Vier, fünf, sechs und sieben ist bei mir komplett tot. Ich habe, um es hier noch andersrum zu erklären, also ich habe hier mit diesem T-Stück und mit dem geraden Rohr kann ich einsetzen und kann an der Stelle über einen Schalter die Dinger rotieren. Das gleiche habe ich auch. Okay, jetzt habe ich an der Stelle es miteinander verbunden. Jetzt ist grün. Jetzt kommt bei mir auf 4, 5, 6 und 7 grün an.
Jetzt habe ich da aber noch ein weiteres Stück, was ich einsetzen kann, bei 6 und 7. Aber ich habe kein drittes Rohr gefunden. Jetzt warte mal ganz kurz, ich schaue mal nochmal mich im Raum um, nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Okay, also ich habe ein drittes Rohr gefunden, aber ich habe hier immer noch keine sinnvolle Lösung bei dem Ganzen. Deswegen, warte ganz kurz, noch ein bisschen. Okay, also ich habe noch ein Rohr gefunden, wunderbar. Jetzt sollte es aber so langsam passen, glaube ich, oder? Warte, ich habe da nebenbei noch ein Buch gesehen. Ich muss mir das noch mal ganz kurz anschauen. Ich werde gerade so müde, ich kann meine Augen kaum aufhalten. Also für die Leute, es ist gerade Freitag und ich bin schon seit 2 Uhr morgens wach. War auch halt auch schwer arbeiten, darum, das ist jetzt 0 Uhr gleich. Ich kann kaum aufhalten. Darum bin ich auch so grummelig gerade. Du, hab da eine andere Sache. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Sag nochmal das letzte Kammermini an. Ich kann meine Augen kaum aufhalten. Ich bin verdammt müde, Mann. Das meine ich damit. Ich bin seit 22 Stunden wach. Ja, wie sagen, let's call it a day, wa? Ja, weil ich stehe hier vor und komme auf gar keine Idee. So, und irgendwann werde ich grummelig, das bringt nichts. Das macht keinen Sinn, das macht auch keinen Spaß sonst für uns. Ja, das ist doch kein Thema. Gut. Ja, dann kannst du mal deine Aufnahme beenden.